Das, was ich momentan weiß, sieht folgendermaßen aus. Kurz vor 13 Uhr gab es offenbar zwischen einem Mann und einer Frau hier im nahen Waldgebiet von Dielheim und Rauenberg eine Auseinandersetzung. Infolge dieser Auseinandersetzung kam es offenbar zu Handgreiflichkeiten. Es spielt auch ein Messer eine Rolle. So wie wir jetzt wissen, hat die Frau mindestens einen Messerstich erlitten. Meine Kollegen vom Revier Wiesloch kamen relativ schnell vor Ort, haben die Frau noch versucht zu reanimieren, aber die Verletzungen waren offenbar so schwerwiegend, dass die Frau noch hier verstorben ist. Es sieht wohl so aus, dass offenbar zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer eine Beziehung oder eine Vorbeziehung bestand. Infolgedessen hat man noch ein klärendes Gespräch gesucht und aufgrund dieses klärenden Gesprächs kam es offenbar zur Eskalation. Mehr wissen wir leider noch nicht. Und diese Eskalation führte dann eben zu diesem Tötungsdelikt. Es ist so, dass wir relativ schnell eine Ringalarmfahndung auslösen konnten. Wir haben Ring 20 ausgelöst. Innerhalb dieses Fahndungsbereiches wurde dann kurze Zeit später, ungefähr 10 Kilometer von hier entfernt, der Tatverdächtige mit seinem Fahrzeug angehalten und vorläufig festgenommen. Beide Identitäten stehen schon fest, allerdings möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben dazu machen. Wir sind gerade damit beschäftigt, mit unserer Kriminaltechnik die Spurensicherung zu betreiben. Momentan fehlt uns noch die Tatwaffe. Die soll hier irgendwo in unmittelbarer Tatortnähe zu finden sein, so die ersten Angaben des Tatverdächtigen. Wir werden natürlich auch die Ärzte hinzuziehen, die eine Leichenschau durchführen. Wir werden im Nachgang dann die Leiche beschlagnahmen und zur Rechtsmedizin nach Heidelberg bringen.